Jo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte an dieser Stelle einfach mal ein dickes Dank loswerden für die 1000 Abos, die ihr mir mittlerweile dagelassen habt. Also vielen, vielen Dank an all die treuen und neuen Zuschauer und überhaupt an jeden, der ab und zu mal hier auf diesem Kanal vorbeischaut. Denn Feedback und Support in Form von Kommentaren, Likes und natürlich auch Abos ist einfach für mich nach wie vor die Hauptmotivation, diesen Kanal zu betreiben. Also vielen, vielen Dank, macht weiter so, dann mache auch ich weiter wie bisher. Genauso wollte ich die Gelegenheit hier auch mal nutzen und euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Kanals geben und euch mal zeigen, unter welchen professionellen Umständen meine Videos entstehen. Natürlich mindestens genauso professionell wie dieses Handyvideo, was ich hier gerade drehe. Und zu guter Letzt wird es dann auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft des Kanals geben, was hier in der näheren Zukunft so an Videos kommt, was euch zu erwarten hat und natürlich auch für euch eine kleine Möglichkeit mitzubestimmen, was hier so laufen wird. Also bleibt dran und vor allem kommt jetzt erstmal rein. Ja, dann sage ich mal willkommen in meiner bescheidenen Hütte, von mir auch liebevoll der Kabuff genannt, ob seiner gigantischen Größe von, weiß ich nicht, knapp 5 Quadratmeter oder so. Man kann sich echt nicht viel bewegen in dem Raum. Geradeaus sieht man schon meinen Schreibtisch, der natürlich dank Homeoffice mittlerweile auch viel beruflich genutzt wird. Man sieht es schon, 2 Mäuse, 2 Tastaturen, einmal vom privaten Rechner, einmal vom beruflichen Rechner. Die Cam auf dem Monitor ist auch nett für die dienstlichen Zwecke. Ja, hier benutze ich halt meinen PC, nehme die Videos auf, schneide Videos und mache, was man mit dem PC als sonst noch so macht. Im Hintergrund sieht man schon mein grünes Rollo, meinen alten Greenscreen, den ich aber mittlerweile so gar nicht mehr nutze, weil sich meine Sitzposition geändert hat. Ich habe ihn aber nie zurückgebaut. Genauso wie das Keylight sieht man schon, strahlt nach rechts auf meine aktuelle Sitzposition vor dem neuen Greenscreen, der auch halb hinter der Tür hängt. Das heißt, ich muss auch mal die Tür zumachen, wenn ich aufnehme. Und ja, hier links sieht man noch sehr professionell befestigt das Fill-Light mit Panzertape am Schrank befestigt. Und wenn wir mal einen Blick unter dem Schreibtisch werfen, sieht man auch ein sehr ordentliches Kabelmanagement. Von mir auch gerne mal der gordische Knoten genannt. Und wenn wir jetzt noch einen Blick hier links um die Ecke werfen, sehen wir auch den Fernseher, auf dem ich immer zocke. Hier rechts auf dem Schreibtisch sieht man meine Facecam, auch maximal professionell befestigt, auf einem alten Tonerkarton, der am Schreibtisch festgeklebt ist. Und obendrauf ist dann halt die Facecam festgeklebt. Wenn wir nochmal einen Blick hier links neben den Fernseher werfen, sieht man ein ziemliches Unikat im Arbeitszimmerbereich, würde ich sagen. Man sieht da schon den roten Schlauch rumliegen. Ich habe hinter meinem Fernseher einen Festwasseranschluss. Das kann, glaube ich, auch nicht jedes Arbeitszimmer von sich behaupten. Was einfach daran liegt, weil das ja früher mal ein Hauswirtschaftsraum gewesen ist. Jo, hier links sieht man gerade das Mikrofon rumhängen, was ich natürlich Richtung Greenscreen drehen muss, wenn ich aufnehme, und das Audio-Interface. Und wenn wir hier einen Blick unterm Schreibtisch werfen, da stehen dann auch die Konsolen rum, die PlayStation und die Switch und noch ein bisschen mehr unordentliches Kabelgewirr. Und hier links steht noch ein Schrank, da möchte ich jetzt gar nicht zu lange drauf verweilen, mein Chaos-Schrank. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Und man sieht schon, wenn ich aufnehmen will, habe ich so gerade eben Platz, mich mit meinem Bürostuhl hier rechts in die Ecke zu schieben, wo halt mein aktueller Greenscreen ist. Ja, ich hoffe, das war ein interessanter und lustiger Einblick für euch in die Situation, wie hier meine Videos entstehen. Und jetzt kommt noch die kleine Kanalvorschau. Jo, endlich auch mal wieder ein gescheites Mikro hier am Start. Und damit willkommen zu meiner kleinen Kanalvorschau. Ich wollte euch ja noch mal kurz erzählen, was euch hier in der näheren Zukunft so erwarten wird. Ich habe aktuell 2 Spiele auf meiner Liste, die ich unbedingt zu Release zocken möchte. Das erste davon ist Metroid Dread. Muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Metroidvania, Sci-Fi, die Metroid Prime Trilogy gehören auf jeden Fall zu meinen All-Time Favorites. Auch Hollow Knight habe ich auch hier auf dem Kanal, auch ein Megaspiel. Von daher, Metroid Dread ist einfach gesetzt. Das
zweite Spiel auf der Liste ist Horizon Forbidden West, Anfang nächsten Jahres. Metroid Dread erscheint im Oktober, gar nicht mehr so weit hin, habe ich das erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Genau, Metroid Dread Anfang Oktober und Horizon Forbidden West Anfang nächsten Jahres, was erschreckenderweise auch gar nicht mehr so weit hin ist. Als Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Zero Dawn hatte ich anfangs gar nicht so auf dem Schirm als klassischer Mainstream AAA Open World Action Adventure Titel. Habe ich aber dann doch irgendwann gezockt und war doch ziemlich begeistert, muss ich sagen. Aloy als Charakter war ziemlich stark. Die Urzeitwelt mit den Mechas fand ich ziemlich cool. Die Story hat mich ziemlich gecatcht. Das Kampfsystem hat Laune gemacht. Also insgesamt ein ziemlich gelungener Mix. Und deswegen möchte ich auch den Nachfolger direkt zu Release zocken. Und irgendwann in ganz ferner Zukunft wurde auch noch Monster Hunter Rise Sunbreak angekündigt. Aber das ist noch ein bisschen weiterhin. Was ich auf dem Weg dahin noch so zocken werde und was eventuell zu Release kommt. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Aber irgendwann nach Metroid Dread und Nier Replicant und vor Horizon Zero Dawn wird ja wahrscheinlich noch eine kleine Lücke sein, werde ich noch ein bisschen Zeit haben, was anderes zu zocken. Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was das so sein könnte. Und da habe ich mir insgesamt 4 Spiele überlegt und da würde ich euch gerne so die Wahl lassen, was ihr hier auf meinem Kanal so sehen werdet. 4 Spiele aus ganz verschiedenen Genres. Das erste, was ich mir überlegt habe, ist Mario 64 aus der Mario 3D All-Stars Collection Plattformer. Generell ein Meilenstein der Videospielgeschichte, ne? So der Wegbereiter aller weiteren 3D Jump'n'Runs. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Ich habe auch überlegt, Mario Galaxy, aber habe ich glaube ich schon mal erzählt. Mario Galaxy habe ich deutlich öfters gezockt. Kenne ich einfach besser und ich glaube, da ist Mario 64 einfach ein bisschen interessanter. Die nächsten 2 Titel, Nummer 2 und 3, die ich mir überlegt habe, sind beides JRPGs. Einmal Nier Automata, wer hätte es gedacht, als Nachfolger von Nier Replicant, mindestens genauso episch, erzählt den epischen Storybogen von Nier Replicant fort. Hat auch coole Charaktere. Und macht einfach alles ein bisschen besser als Nier Replicant, wie ich finde. Auch Nier Replicant ist ein großartiges Spiel, aber man merkt halt, dass Automata der Nachfolger ist und alles nochmal ein bisschen verfeinert. Die Genrewechsel, die Perspektivenwechsel während des mehrfachen Durchspielens, einfach alles sau cool gemacht und hätte ich auf jeden Fall jetzt nochmal Bock drauf. Genauso wie auf das andere JRPG auf meiner Liste, Xenoblade Chronicles 2 als Nachfolger von Xenoblade Chronicle 1, wer hätte es gedacht, habe ich auch hier auf meinem Kanal. Und ja, es war somit das erste, oder es war glaube ich das erste JRPG, was ich je gezockt habe, hat mich ziemlich geflasht. Auch saugeile Charaktere, saugeile Welt, epische Story, mega inszeniert. Ich war und bin einfach sehr, sehr begeistert von dem Spiel und würde es auch gerne nochmal zocken. Ich werde auch definitiv ja Xenoblade Chronicles 3, wenn es irgendwann kommt, zocken. Und so werde ich die Reihe dann auch vollständig auf meinem Kanal. Und ja, das vierte Spiel, was ich mir überlegt habe, ist auch große Überraschung. Horizon Zero Dawn als Vorgänger von Horizon Forbidden West. Oh, sorry, ich habe gerade irgendwie Kratzen im Hals. Horizon Zero Dawn. Hatte ich ja vorhin auch schon ein paar Sachen zugesagt, werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also, das sind die 4 Titel, die ich mir überlegt habe. Lasst mir euer Feedback da, was ihr gerne sehen würdet. Und danach werde ich mich dann auf jeden Fall richten. Womit wir auch schon am Ende des Videos sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir euer Feedback da, was ihr gerne sehen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ich sage hier erstmal wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.